Die Schöpfer der Adventure-Trilogie Runaway, das spanische Entwicklerteam Pendulo Studios, wagen sich an ein neues Projekt. Selbstredend handelt es sich dabei um ein Grafik-Adventure im Animationsstil und es trägt völlig unbescheiden den Titel The Next Big Thing, zu Deutsch die nächste große Sache. Wird das Spiel nun seinen eigenen Ansprüchen gerecht? Sagen Sie später nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. The Next Big Thing spielt in einem Alternativszenario, in dem im Hollywood der 50er Jahre echte Monster Filmkarrieren als Horrorfilmstars hingelegt haben. Führendes Filmstudio ist MKO, eine Anspielung an das legendäre reale Filmstudio RKO, das vom Magnaten Fitz Randolph geführt wird. Dieser scheint allerdings ein falsches Spiel zu betreiben und weit ehrgeizigere Pläne zu haben, als billige Horrorfilme zu produzieren. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Journalistenpärchens, das der Story mehr oder weniger investigativ nachspürt. Da wären zum einen der selbstverliebte Macho-Sportreporter Dan Murray sowie die ambitionierte, aber psychisch leicht angeknackste Berufsanfängerin Liz Allaire. Wenn man dich feuert, ist es mir schnurzegal. Und wenn man mir an deinem Grab eine Schaufel reicht, werde ich dir damit noch eine verpassen. Was macht der denn da? Wie schon die Runaway-Titel bietet auch The Next Big Thing gewohnte Point-and-Click-Adventure-Kost. Zu Beginn des Spiels haben wir die Wahl, in welchem der drei Schwierigkeitsgrade wir das Spiel bestreiten wollen. Im höchsten müssen wir auf sämtliche Rätselhilfen sowie die nützliche Hotspot-Anzeige verzichten. So müssen wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in diesem Lagerraum die wichtigsten Objekte erst mühsam zusammensuchen, wenn wir uns auf den niedrigeren Stufen bequem alle wichtigen Interaktionspunkte anzeigen lassen können. Die meisten Kombinationsrätsel im Spiel sind gut gelungen, nachvollziehbar und logisch. So wollen wir zum Beispiel dieses talentlose Monster, das zum Garderobendienst verdonnert wurde, in den Filmstar einer Alien-Serie verwandeln, damit er uns eine ganz bestimmte Jacke herausrückt. Also imitieren wir den Look, indem wir blaue Farbe, eine Star Trek-ähnliche Weste und rot getönte Brillengläser zu einem perfekten Alien-Outfit kombinieren. Wer aber partout nicht auf des Rätsels Lösung kommt und gleichzeitig im niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielt, der kann sich vom handlungsübergreifenden Erzähler einen Tipp geben lassen. Ob ich mich erinnern kann. Ja. Über unseren Fortschritt hält uns eine kommentierte Aufgabenübersicht auf dem Laufenden, die sinnvoll alle anstehenden Spielziele zusammenfasst. So originell und logisch die meisten Aufgabenstellungen auch sind, so sind sie für fortgeschrittene Spieler doch deutlich zu einfach. Nachdem The Next Big Thing ohnehin nicht besonders umfangreich ausfällt, dürften schnelle Rätsler das Ende bereits nach knappen 5 Stunden sehen. Den raschen Spielfortschritt verzögern könnten höchstens ein paar höchst unlogische Rätsel, wie beispielsweise dieser Grammatiktest zu ägyptischen Hieroglyphen. Was sich zunächst wie eine herausfordernde Logikaufgabe anhört, entpuppt sich letztlich in der Lösung als haarsträubend einfach, aber vollkommen an der Logik der Aufgabe vorbei. Satz. Technisch unterscheidet sich The Next Big Thing kaum vom letzten Runaway-Titel, was aber alles andere als negativ gemeint ist. Denn für ein Adventure ist die Präsentation nach wie vor außerordentlich gut. Die Figuren im Cell-Shading-Look mit ihren vor allem in den Zwischensequenzen butterweichen Animationen vor handgezeichneten Hintergründen überzeugen genauso wie die sehr guten deutschen Sprecher. Ein bisschen mehr Charakteristik bei den Monsterstimmen wäre zwar nett gewesen, aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Insgesamt bekommt der Spieler ein zeitgemäßes und durchdesigntes Adventure-Spiel. Denn es war unglaublich, wir werden den Chef um mehr Seiten bitten müssen. Ich habe so viele Leute interviewt. Fitz Randolph, Professor Fly, Crom H., Octopus Herring, die Vermaute, den Poeten, den Herrn der Nacht. The Next Big Thing ist nicht wirklich der erhoffte große Wurf für die Pendulo Studios geworden. Dazu ist die Spielzeit zu kurz, sind die Rätsel etwas zu leicht und die Handlung in letzter Konsequenz etwas zu belanglos. Trotzdem bleibt das Spiel für Adventure-Freunde eine klare Empfehlung. Die Technik ist klasse, die Figuren und das Szenario angenehm skurril und immer wieder wartet das Spiel mit überraschenden Ideen auf. So muss sich zum Beispiel Liz in einer Traumsequenz ihren innersten Ängsten und Wünschen stellen. Dass sie einen leichten Sprung in der Schüssel hat, wussten wir bereits vorher, doch jetzt bekommt der Spieler auch adäquates Innenleben seiner Heldin präsentiert. Wie zu erwarten, ein hoffnungsloses Chaos. Solche Momente heben The Next Big Thing klar über den Durchschnitt der gewöhnlichen Adventures hinaus. Poet, Poet, der Herzenswunsch besteht. Was? Angst besiegen, Hemmungen überwinden.